Hochleicht lohnend. So wird das Bishorn im Westalpenführer 1 beschrieben. Ob die Tour wirklich so ist wie beschrieben und noch vieles mehr erfährst du jetzt in den nächsten beiden Videos rund um das Bishorn und die Besteigung über den Normalweg. Moin zusammen, wir sind auf dem Weg zur ersten Hütte, steigen jetzt gerade von Zinal hoch Richtung Trakühütte, werden dort zweimal übernachten, machen dann morgen eine Eingehtour und am Tag drauf das Bishorn, was dann auch gleichzeitig Julias erster 4000er ist. Gehen jetzt hier ganz gemütlich hoch, sind nach dem Frühstück hier gestartet, haben vorher einmal im Tal übernachtet, damit es heute alles ein bisschen entspannter ist, haben auch deswegen jetzt Zustiegsausrüstung an. Und den Rest alles im Rucksack und bahnen uns jetzt so langsam den Weg hier hoch. Ja, hier an meinen ersten Worten merkt man, oder habe ich dann im Nachhinein gemerkt, beziehungsweise Julia hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es für mich gar nicht mehr so einfach ist, mich wirklich in diesen Blick des Anfängers hineinzuversetzen. Deswegen sage ich auch, wir machen uns ganz entspannt auf dem Weg. Mit entspannt hat der Weg aber nichts zu tun, denn es sind insgesamt 1550 Höhenmeter, welche man vom Zinal, vom Talort bis hoch zur Hütte überwinden muss, sind fast 8 Kilometer lang und man erreicht dann schließlich eine Höhe von 3256 Meter. Die Wanderung ist auch als anspruchsvoll angestuft und angegeben mit 5 Stunden. Also man hört hier eigentlich schon raus, das hat eigentlich mit Anfängertour oder leicht nicht mehr so viel zu tun, weil man wirklich hier gerade auch für den Weg viel, viel Ausdauer braucht. Und deswegen möchte ich dir jetzt gerade in dem Video noch ein paar Sachen zeigen. Was habe ich jetzt alles an Ausrüstung dabei? Was muss man für so eine Tour können? Und welche Besonderheiten gibt es dann letztendlich auf einer Hütte, bevor wir dann im zweiten Teil von dem Video wirklich dann zur Tour kommen, welches nächste Woche online kommt. Vor uns geht es jetzt so relativ geradeaus und dann siehst du da hinten an der Kante, siehst du Menschen laufen. Und dann geht es so zwischen den zwei Felsen hinten hoch. Starten wir mal mit der Ausrüstung, die du für die Tour brauchst. Ich habe sie immer versucht, alles aufzuschreiben. Es kann wirklich sein, dass ich hier ein paar Sachen vergessen habe. Deswegen sage ich es jetzt auch nochmal extra von der Liste ab. Also, was hatte ich dabei? Losgegangen bin ich in Zustiegsschuhen. Das heißt, Wanderschuhe bei Julia, Trailrunning-Schuhe bei mir. Dann hatte ich eine kurze Hose, T-Shirt, Sonnenkappe auf. Und der Rest dann letztendlich im Rucksack. Deswegen Rucksack dabei, Hochtouren-Rucksack. Ich hatte einen 35-Liter-Rucksack dabei. Julia einen 30-Liter-Rucksack. Für solche Tagestouren oder kurzen Touren reicht ein kleinerer Rucksack. Wenn du länger unterwegs bist, brauchst du auf jeden Fall 35 Liter, aus meiner Erfahrung. Was war in dem Rucksack letztendlich drin? Alles, was wir für den Gletscher brauchen, in meinem Fall das Seil, Helm, Steigeisen, Eispickel, Klettergurt mit den entsprechenden Zubehör, Karabiner, Eisschraube, Bandschlinge, Rebschnur, dann hatte ich noch eine Seilklemme dabei, eine Mikrotraktion. Dann letztendlich für die Sachen zum Anziehen hatte ich noch dabei T-Shirts, sowohl Langarm wie auch Kurzarm, eine Hochtourenhose, ich habe da eine Softshellhose, eine Softshelljacke, eine Hardshelljacke, dann Handschuhe, eine Mütze hatte ich nicht dabei, weil das Wetter gut gemeldet war, Wechselklamotten aber für die Hütte, das heißt Ersatzunterhose, T-Shirt und Socken. Dann letztendlich alles, was man für die Hütte braucht, Geld zum Bezahlen, dann immer informieren, ob das dann Bargeld oder Karte ist. Oropax für die Nacht, komme ich im zweiten Teil noch drauf oder nachher noch drauf. Das war ganz, ganz schlimm in dem Fall. Hygieneprodukte, sei es Zahnbürste, Deo, vielleicht ein Waschgel. Dann Stirnlampe, Verpflegung, dann Notfallausrüstung, Biwaksack, Erste-Hilfe-Set. Alles, was man dazu braucht, auch immer mitnehmen, definitiv. Eis ist hier gerade nicht so steil. Dann halt natürlich noch Kameras dabei. Stöcke, Verpflegung, also bei mir ist es dann immer Energiegele, Energiegummibärchen und ein paar Riegel. Und natürlich auch Getränkeflaschen bzw. auch Getränke. Ich habe dann immer eine Thermoskanne und eine Plastikflasche dabei, sodass ich dann immer Tee und ein ganz normales Getränk mitnehmen kann. Bild schicke ich Max und sage, ich übe schon mal für die Tour mit ihm. Weißt du, unter dem Motto, wegen dem Rucksack tragen. Vielleicht ein paar Infos noch zum Aufstieg.
Wir haben unten in Zinal im Ort oben in der Kurve geparkt. Kann man kostenlos parken, funktioniert eigentlich ganz gut. Die Hütte hat zwar einen eigenen Parkplatz, der war aber bei uns abgesperrt. Die Beschilderung ist aber relativ gut, das heißt die Wegfindung einfach. Ist auch immer ein klarer Weg da, das heißt man kann sich da eigentlich nicht verlaufen. Es geht eigentlich relativ human los, durch den Wald ist eigentlich auch noch ganz angenehm und dann ist man aber die meiste Zeit wirklich den Temperaturen, egal ob das jetzt Hitze ist oder auch Regen, dann ausgesetzt. Bei uns war es ein super heißer Tag, was diesen Aufstieg nochmal anstrengender gemacht hat, weil er wirklich extrem lang ist. Ich habe dann nach einer Zeit also den Rucksack auch noch von Julia übernommen, weil es halt wirklich unser erster Aufstieg dann auch war. Und wie fühlt es sich an, ein Sherpa zu sein? Anstrengend, richtig anstrengend. Aber dafür ist die Aussicht traumhaft. Damit auch gestartet und dann gleich schon mal kleiner Spoiler vorab. Es ist keine gute Tour, um zu starten, weil man wirklich halt am ersten Tag diese 1600 Höhenmeter macht. Von mir extrem naiv geplant in dem Fall. Ich kann das ja schon, habe mir aber da keine Gedanken gemacht. Das, was ich auch vorhin schon mal angedeutet habe, dass mir da auch so mittlerweile der Blick fehlt. Es sind wirklich 1600 Höhenmeter, fast ist wirklich eine Menge, die man macht. Am nächsten Tag macht man meistens dann auch die Tour, steigt vielleicht dann schon wieder direkt ab. Das muss man wirklich dann mit einrechnen, dass es dann wirklich lang ist. Das heißt, man muss hier wirklich sehr fit sein, lange gehen können. Wir haben jetzt auch am ersten Tag keinen Stress gehabt. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Starte früh los, dass es dann wirklich auch hinten raus nicht irgendwie kritisch oder stressig für dich wird, weil es wirklich einfach ein langer Weg ist. Technisch ist es gerade im Anfangsbereich relativ einfach oder konnte man gut gehen. Zum Schluss wird es nochmal deutlich steiler. Es gibt auch so eine kleine Kraxelei dann hin zur Hütte. Also auf jeden Fall solltest du schon mal mit deinen Schuhen gut im Fels unterwegs sein, damit ich das dann auf jeden Fall nicht überrascht. Im nächsten Video werde ich natürlich dann auch noch auf die Tour vom Bison ja sehr genau eingehen. Das Bison wird auch oft abgetan, ähnlich wie das Breithorn, das aller Leanhorn als einfacher 4000er. Ich finde diesen Begriff einfacher 4000er in dem Zusammenhang absolut nicht passend. Es ist ein 4000er, dort muss man erstmal hochkommen. Das ist wirklich ein langer, langer Weg. Dort können immer was passieren, von daher das Wort einfach stimmt in diesem Kontext finde ich nicht. Ich finde es auch mal schlecht, wenn das Leute sagen. Also wirklich, lasst euch da nicht in das Licht führen, gerade wenn du am Anfang bist. So, die letzten Meter sind dann auch, wie gesagt, nochmal die steilsten. Man sieht dann aber auch schon relativ lang die Hütte. Die Hütte an sich ist sehr, sehr neu. Wurde, glaube ich, 2013 dort neu errichtet. 3200 Meter hoch ist sie. Das heißt, die erste Nacht wirst du wahrscheinlich Kopfschmerzen bekommen, wenn du nicht an die Höhe gewöhnt bist. Also gerade wenn du mit so einer Tour startest, mach dich darauf gefasst, dass du wirklich leicht höhenkrank werden kannst, in dem Sinne davon, dass du halt Kopfschmerzen bekommst dort. Und es gibt halt auch einiges so zu wissen auf so einer hohen Hütte. Das heißt, du bist eigentlich auf 3200 Meter Höhe. Dort ist es nicht normal, dass du fließend Wasser und auch immer Strom hast, um alles Mögliche aufzuladen. Es kann wirklich von Hütte zu Hütte variieren, wie das Ganze ist. Das heißt, informier dich immer vorher, was stellt die Hütte bereit, was gibt es dort. Und jetzt zeige ich dir dann auch mal noch so ein bisschen, was es da alles in dieser Hütte gibt. So im Außenbereich oder draußen vor Hütten ist es eigentlich immer normal, dass irgendwelche Bergschuhe, Klamotten oder sonst irgendwas rumliegen zum Trocknen. Wird eigentlich immer gern gemacht, mache ich auch immer nach Natur, dass es dort einmal vernünftig trocken wird, ein bisschen auslüften kann. Von daher ist das ein gängiges Bild, das wirst du überall finden. Schau auch immer, dass du die Klamotten dann mit Steinen festmachst, sonst fliegen sie bei dem Wind immer schnell weg. Das ist eigentlich so das typische Bild draußen. Hier hattest du wirklich auch einen schönen Platz und natürlich eine geniale Aussicht auf die Nachbarberge, was wirklich einmalig schön ist. In der Hütte beginnt eigentlich meistens so, dass man reingeht und dort dann direkt der Schuhraum ist. Dort lässt man seine Winterschuhe stehen oder seine Bergschuhe stehen, auch sein Eispickel und sowas lässt man alles unten, nimmt man nicht mit aufs Zimmer, hat dann hier die Möglichkeit, Hausschuhe anzuziehen und seine Bergschuhe dort zu lassen.
das Highlight eigentlich der Hütte ist wirklich dieser Essensraum. Man sieht halt, dass diese Hütte neu ist. Sie ist sehr hell, sehr offen gestaltet. In dem Essensraum findest du auch Bücher, um einfach was zu lesen, um Zeit zu vertreiben. In dem Fall waren da auch Steckdosen, sodass du auch deine elektronischen Geräte laden konntest. Spiele, sodass du einfach einen Zeitvertreib hast. Und dann gibt es dort die Tische, an denen man dann nachher isst. Da gibt es dann immer kleine Zettel, wo dann draufsteht, an welchem Tisch man selber ist. Wenn man Halbpension hat, was ich dir immer empfehlen würde, gibt es dann immer klassisch eine Suppe als erstes, dann ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Manchmal gibt es noch Salat, aber eher selten. Und hier ist halt wirklich die Besonderheit, diese Riesenfenster, die es dort gibt, mit dem tollen Ausblick nach draußen. Im Stockwerk oben drüber sind dann die ganzen Zimmer. Man ist auf Hütten immer in Mehrbettlagern, das heißt, dort schläfst du nicht alleine, außer die Hütte ist leer. Bei uns waren jetzt noch andere Leute im Zimmer und wir hatten auch wirklich Personen in unserem Zimmer, die haben so laut geschnarcht, da haben keine Oropax, hat nichts mehr geholfen, nicht mal ein Kissen abwerfen hat geholfen. Von daher muss man sich da wirklich auch vorbereiten, dass eine Nacht vor einer Tour sehr, sehr schlecht sein kann. Jetzt hier das Zimmer aber auch an sich super schön, Decken sind vorhanden. Man hat dann immer seinen Hüttenschlafsack noch dabei, in dem man dann letztendlich liegt. Man kann dann auch Sachen in der Hütte lassen, wenn man auf Tour ist und nochmal natürlich an der Hütte vorbeikommt. Und so sieht letztendlich das Schlafzimmer auf. Toiletten ist auch immer eine Besonderheit. Hier in dem Fall sind es die aktuellsten Toiletten. Das sind Plumpsklos. Das heißt, weil fließend Wasser oder oben eben selten ist, ist es meistens halt so, dass man Plumpsklos hat. In dem Fall wird es dann weiter auf einen Fließband gebracht und damit geht dann die Kacke irgendwo hin und wird dann irgendwas mitgemacht. Kann man sich da auch in Ruhe mal durchlesen, aber die Toiletten natürlich eher einfach gehalten. Abendessen, wie gesagt, drei Gänge, wird einfach auf den Tisch gestellt, dann nimmt man sich Getränke, muss man nochmal extra bezahlen, jetzt hier mal die Apfelsaftflasche kostet 6 Franken oder 6 Euro. Essen ist immer wirklich ausreichend, aber auch sehr, sehr deftig. Wenn du irgendwas nicht verträgst, musst du auf jeden Fall der Hütte Bescheid geben, dass die dann das wissen. Das schon mal ganz kurz Einblick ins Hüttenleben. Ich mache zu dem ganzen Thema nochmal ein extra Video, weil es da noch so viel zu sagen gibt. Jetzt schon mal der kleine Ausblick wirklich, den wir von der Hütte hatten, schon mal Richtung Bishorn, was natürlich dann auch unser Ziel war am nächsten Tag. Mehr zu der ganzen Tour erfährst du dann nächste Woche. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen noch zur Tour hast, schreib sie gerne in die Kommentare und wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.